Herzlich willkommen auf Chess24. Ich bin Markus Rager, bin Schachgroßmeister und komme aus Österreich. Heute probiere ich mich in einer neuen Episode von Geschwätzblitz und gehe gleich in die Playing Zone von Chess24 und suche mir einen Gegner. 3-Minuten-Blitz, das gefällt mir eigentlich am besten, das ist super für das Internetformat, das ist recht schnell, nicht ganz so hektisch wie im Bulletschach und man kann noch nette Ideen anbringen. Aha, gegen einen Gast. Nicht registrierten User, aber die spielen ja in der Playing Zone und bin schon gespannt. Viele da, das habe ich jetzt gar nicht erwartet gehabt. Ich habe irgendwie schon früher Läufer C4 gespielt, bevor ich den gegnerischen Zug abgewartet habe. Das war vielleicht übermütig, aber schauen wir mal. Spring F6, okay. Wir greifen an. Irgendwie wird es Zeit für Angriffspartie. Na gut, keine Angriffspartie. Solide Entwicklung, aber wenigstens große Rochade. Wenn schon keine Angriffspartie, dann wenigstens große Rochade, um ein bisschen Asymmetrie reinzubringen. Den Doppelbauern können wir gern machen, die G-Linie geht auf. Da werde ich auf der G-Linie matt setzen. Wenn er ihn freiwillig macht, mache ich im nächsten Zug H3 und zwinge ihn dazu. Was könnte er machen? Springer E5 könnte er machen. A6, B5 wäre ein anderer Plan. Nicht schlecht. H6. Jetzt meint das aber ernst. Irgendwie den Blitz muss man da eigentlich wegnehmen. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Das war wahrscheinlich vollkommen inkorrekt, aber das ist wirklich sehr inkorrekt. Na, das war jetzt irgendwie wie Läufer G5 unterschätzt. Läufer G5 und meine Dame wird verloren gehen. Aber okay, zwei Bauern und ein bisschen Angriff. Schauen wir, was das wird. Nebenbei habe ich noch den Trick Dame G6. Also irgendwie, wenn der Springer H7 macht, könnte Dame G6 und Dame schlägt G4 spielen. Vielleicht ist er ein bisschen verwundert, weil er den Namen und Großmeister liest und denkt, das ist ein vollkommen korrektes Opfer und fürchtet sich schon. Aber ich gebe es zu, es ist sehr inkorrekt wahrscheinlich. Obwohl, Springer G5 könnte meine Idee sein. Genau das mache ich. Springer G5, sagen wir, er macht irgendeinen Zug. Was macht er? Springer E4, ich spiele sofort Springer G5, gebe den Läufer auf C4 her, spiele dann Springer D5, lenkt den Springer von F6 ab und gibt Dame H7 matt. So werden wir die Partie gewinnen. Na, vielleicht war es doch ein korrektes Opfer und gut berechnet. Schauen wir mal. Bin schon sehr gespannt, ob er noch irgendeine Idee findet. Aha, nimmt er weg. Okay, jetzt an. Das war vielleicht der beste Zug. Aber ich habe jetzt Turm G1. Das ist sehr schön. Den Zug werden wir machen. Turm G1. Und auf Läufer G5 Schach kann ich F4 spielen. Aha, was ist das? Dame G7. Ja. Das Opfer auf H6 war überraschend gut und ja, schade, dass er es matt am Schluss übersehen hat, aber selbst nach Läufer G5, F4 hätte Weiß wahrscheinlich im Angriff gewonnen. Ja, im Blitz kann man ein bisschen mehr probieren und also, sagen wir, halb korrekte Opfer ausprobieren. Und ich hoffe, ihr habt einen Spaß auf der Playing Zone, spielt viele Partien, ist eine ziemlich coole Seite und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!